Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen einen Regen, aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Ziel von heute wäre es, einerseits einen zweiten Eimer zu craften und dann ein kleines Wasserbecken anzulegen. Ja, schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie ich das vorhabe. So, aber zuerst werden wir da noch den Bambus entsprechend hier platzieren. Und ich habe auch gesehen, dass ich hier noch ein paar Samen habe, genau. So, aber jetzt lasst uns mal, also da brauchen wir vielleicht auch eine Fackel, dass da nicht so düster ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen zweiten Eimer zusammenbringen. Zu craften, Eisen haben wir ja aktuell nicht. Schauen wir mal. Genau, da hätten wir Eisen. Und mit dem? Genau, mit dem machen wir uns noch einen Eimer. Genau, das Eisen legen wir wieder zurück, den Fisch brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt mit. Das nehmen wir mit und dann würde ich sagen, bauen wir uns noch eine Steinspitzhacke. So. Genau, wuppa. Jetzt, genau. Sehr gut. Und ja, wir haben glaube ich Kohle, wir haben Fackeln, wir haben alles dabei, was wir brauchen. So, weil wir haben ja vor einiger Zeit haben wir herausgefunden, dass wir durch Wasser ja keinen Fallschaden haben. Also zumindest glaube ich das. Und deswegen dachte ich mir, könnte ich unterhalb dieses Sprungbretts da oben doch ein kleines Wasserbecken bauen. Und dann können wir schauen, ob wir da vielleicht hinunterspringen. Die Frage ist natürlich, ob man das einfach hier. Mal hier ein kleines Wasserbecken aushebt. Weil den kleinen Steg, auf dem wir da waren, sehe ich jetzt nicht. So, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Fackeln. So, jetzt hat es wenigstens aufgehört zu regnen. Ach ja, und Wasser brauchen wir natürlich auch noch. Jesus Maria. Hoppala. Da geht's runter. Müssen wir aufpassen, wo wir hinsteigen. Wundervoll. Weil ich glaube ja nicht, dass wir diesen Steg abgetragen haben. Also, ich hätte ihn nicht abgetragen und sonst. Also, theoretisch müsste der noch da sein. Ach, ich hatsch da einfach mal rauf und suche diesen Steg. Vielleicht finden wir dann auch einen besseren Ort, um das Wasserbecken zu bauen. So, lala.
Weil ich glaube, das war ja hier, oder? War das nicht da? Oh. Okay. Komisch. Na gut. Aber dann würde ich sagen, wir können eigentlich da unten das Wasserbecken machen. Schau mal. Opa. Genau, ich schaue einfach mal, wo das Wasser aufschlägt. Und dann hätte ich ja theoretisch meine. Eieiei, das war ein bisschen schwungvoll. Dann hätte ich ja theoretisch meine Stelle für das Wasserbecken. Und da sehen wir schon das erste Problem. Wir müssen eigentlich hier den Berg abtragen, damit wir da überhaupt irgendwas Sprungturmmäßiges hinbringen. Aber da können wir geschmeidig raufschwimmen. Okay. Na gut. Sprich, ich montiere das Wasser wieder ab und mache hier ein kleines Becken. Na. Boah. Jetzt falle ich aber dann bald einmal runter hier. So. Im Idealfall nicht ersticken, auch nicht hinuntergespült werden. So, genau. Da. Genau, jetzt ist ein bisschen. Wow, shit. Oh, okay. Das war uncool. Unpraktisch auf jeden Fall. Okay. Alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber immerhin, wir sind nicht instant gestorben, also alles gut soweit. Natürlich. Also wir sollten dann natürlich alles wegpuddeln. Also ziemlich alles. Ich denke nicht. So, da mache ich eine schöne Treppe hinein. Vielleicht genau.
theoretisch. Genau. Hoppala. So. Jetzt kann ich das hier. Sehr schön mit Wasser füllen. Okay. Hätten wir mal den Pool. Jetzt hätten wir mal den Pool hier gebaut. Aber jetzt können wir uns da noch. Nehmen wir uns da vielleicht noch ein Wasser mit. Genau. Sadala. Und jetzt müssen wir da oben. Okay, so nicht. Genau. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir da oben unser Sprungbrett hinbauen könnten. Was war jetzt los? Habt ihr das auch gerade gesehen? Irgendwas hat Schaden verursacht. Komisch. Auf jeden Fall eigenartig. Müsste ich da aber ordentlich viele Blöcke platzieren. Dass ich da. Aber ich will da jetzt nicht. Ich will da jetzt nicht runterfallen. Na. Jetzt, oder? Jawohl. Schaut schon gut aus, oder? It depends. Selbstverständlich. So. Von der Richtung her würde stimmen, würde ich sagen. Oh. Sadala, das schaut doch gut aus. Okay. Oh Gott. So. Sind wir drüber? I don't know. Auf jeden Fall spannend. Eine falsche Bewegung und ich bin unten. Ha. Sehr gut. Oh Gott. So. Wunderbar. Also Sprungbrett hätten wir mal erledigt. Und ich glaube, wir müssen das Pool noch etwas vergrößern. Ach Gott. Das war nix. Ach Gott. So.
Aber das schaut doch schon vielversprechend aus. Hier müsste ich. Okay. So, na, wir machen das anders. Das wirklich funktioniert. So, wir probieren es mal. Ich würde es mal kurz von hier probieren. Ob wir das Becken treffen. Ja, wir treffen das Becken. Okay, naja, dann schauen wir es uns doch von oben an. So, aber ich glaube, wir müssen. Ja, es ist nicht ganz ideal, unser Aufstieg hier. So, lala. Wir genießen noch einmal kurz die Aussicht. Weil, ja, also wir probieren es jetzt. 3, 2, 1. Wow. Oh. Es hat funktioniert. Sehr gut. Wundervoll. Cool. In diesem Sinne würde ich das Video jetzt hier auch mal wieder beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!